Effektiv Schrittreiten ist vor jedem Training Gold wert. Mit welchen Übungen der Reiter schon vor dem ersten Antraben Entspannung, Motivation und Durchlässigkeit seines Pferdes fördern kann, verrät Reitmeister Johann Hinnemann. Eine Runde im Gelände macht unmotivierte, triebige Pferde munter und sensible Kandidaten mutiger. Zurück auf dem Viereck kann der Reiter mit Schenkelweichen sein Pferd an die Hilfen holen und die Taktsicherheit fördern. So ein bisschen mehr Verbindung herstellen, so ein bisschen mehr durchs Genick anfangen, so, und jetzt die Hinterbeine raus. Gut so, und aufpassen, dass ihr das Genick nicht verwirft. So, und jetzt wieder schön auf die Zirkellinie einstellen und den Zügel länger werden lassen, dass du wieder langen Zügel bekommst. So, und jetzt kannst du noch mal einmal den Zügel hingeben und dann wechselst du die Hand und dann machen wir das zweimal durch die ganze Bahn wechseln. Wichtig, die Schulter muss vor der Hinterhand bleiben. Wer sein Pferd im Schritt über Stangen und Cavaletti reitet, fördert Konzentration und lockert die Schulter. Bei unerfahrenen Pferden reicht zunächst eine Stange. Über Cavaletti wird die Übung noch etwas anspruchsvoller. Dass sie da hingucken können. Gut, so, da. Prima. Gut, so. So, da kann man deutlich sehen, wie gut das tut, ne? Hals fallen lassen und die fängt an zu arbeiten. Um die Durchlässigkeit des Pferdes zu prüfen, kann der Reiter es rückwärts richten. Und zwar eine exakte Anzahl von Tritten. Und wenn das Pferd am Ende der Schrittarbeit am hingegebenen Zügel den Hals fallen lässt, kann der Reiter mit dem gemeinsamen Training beginnen.